Die Gesundheit steht auf dem Spiel und Hunger lügt nicht, steht auf den Plakaten. Die Ärzte in der venezolanischen Hauptstadt Caracas wollen auf die Krise im Gesundheitswesen aufmerksam machen, das sich im sozialistischen Venezuela immer weiter auflöst. Eine Ärztin sagt, das Schweigen müsse ein Ende haben. Die Weltgesundheitsorganisation muss endlich etwas gegen die humanitäre Krise in Venezuela tun. Die Zahlen sind erschreckend. Krankheiten, die es lange hier nicht mehr gab, sind wieder ausgebrochen. Röteln, Diphtherie, Malaria. Dieser Wahnsinn muss aufhören, dass Menschen Müll essen, rufen die Ärzte vor dem Gebäude der Gesundheitsorganisation in Caracas.